Also wir haben heute eine sehr unzuverlässige Sendezeit. Also zuverlässig wie immer um 20:15 Uhr im Internet, im zweiten deutschen Internet. Aber heute um 22:35 Uhr läuft der ganze Bums bei ZDF Neo. Wir werden immer 5 Minuten später jede Woche. Eines Tages gibt's uns gar nicht mehr. Heute Abend zu Gast ist der Autor dieses bezaubernden Buches, der Autor seiner eigenen Biografie. Das muss man sich mal vorstellen. Herbert Feuerstein sitzt hier schon. Wir bereiten uns schon vor auf die Sendung. Wir sitzen noch viele Stunden gemeinsam hier am Tisch, bis dann endlich die Sendung losgeht. Und wir haben nichts weiter außer unsere Körper und Gurken, um bis dahin bei Laune zu bleiben. Herbert Feuerstein wird da sein. Wir haben außerdem eine tolle Musikperformance, muss ich aber, glaube ich, noch nicht erzählen, von der Band. Ist auch noch mit dabei. William Kohn wird dabei sein. Der Hashtag der Woche. Wissen Sie, was ein Hashtag ist? Ja. Der Hashtag der Woche lautet... Ich weiß, was ein Hashtag ist. Ja. Ich meine, es würde nicht gesagt, so nee, ist voll fertig. Ich reg mich schon wieder so auf. Ich habe ja auch nicht danach gefragt, dass Sie das erklären sollen. Ich wollte nur fragen, ob Sie das wissen. Ich weiß es. Hashtag der Woche lautet zu Ehren des größten Bundeskanzlers aller Zeiten, Helmut Kohl. Und zu Ehren des besten Bundeslandes aller Zeiten, Rheinland-Pfalz, kürzen wir ab, RLP, großes R, kleines L, großes P, Helmut Kohl, Rheinland-Pfalz, RLP. Wir möchten, dass dieser Twitter-Hashtag bitte trendet. Machen Sie irgendwas? Nein! Soll ich was machen? Sie haben Gurke an der Nase. Ja. Wissen Sie, Herr Feuerstein, ich merke, hier ist so eine leichte Aversion. Sie sind aber nicht der Einzige, der hier rumhatet. Das sind die Kommentare aus diesem neumodischen Internet. Zum Beispiel hier schreibt ein User namens Dabeisein-Müsser, der größte Müll überhaupt. Schwachsinn, dummes, hirnloses Gerede, was keinen Sinn ergibt. Ein Bärtchen angeklebt, in eine schlechte Uniform gesteckt, Dünnschiss gelabert und schon denkt man, es ist lustig. Was kommt noch? Das ging wohl um diese Hitler-Parodie, die wir vor 2 Wochen mal gemacht haben. Da haben wir viele Leute verärgert. Ehrlich? Ja, also es kommt Hitler. Die Leute in Deutschland mögen das nicht, wenn man Witze über Hitler macht. Das sind die meisten. Ne? Ja. Zum Beispiel, mögen Sie das vielleicht mal vorlesen? Das ist auch ein bisschen Hass von... Ja, von Frank Lemanschick. Was für eine Scheiße, oh mein Gott, ich kann es kaum glauben. Also ich weiß schon, warum ich noch nie Gebühren für die zahlte und auch noch nie welche zahlen werde. Eher sterbe ich, als dass ich so einen Scheiß bezahle. Mein voller Ernst! Sehr gut, immer Großbuchstaben. Oh. Ivanatis ist, glaube ich, nicht nur ein Username, sondern auch eine Creme von DM. Ivanatis, schreibt Böhmermann, ist echt nur noch peinlich mittlerweile. Was soll man dazu sagen? Aber die Geschmäcker gehen da einfach auseinander. Halt. Ich studiere da jetzt nicht auch noch ein. Und der letzte hier, bitte, mögen Sie noch mal? Ja, Marina Grünthal oder Gruenthal. Ich fand den Beitrag auch echt ziemlich schwach. Fast schon langweilig. Wieso habt ihr eigentlich Gäste, wenn die sowieso nicht interviewt werden? Das machen wir heute Abend aber komplett anders. Ich mache heute Abend, es gibt kein Spiel mit Ihnen. Wir machen keinen Spaß. Es geht wirklich nur um Sie und um Ihr tolles Leben, sogar 9 Leben. Ja, deswegen auch das dicke Buch. Ja. Herbert Feuerstein ist heute Abend zu Gast. Und wir werden auf jeden Fall Frau Grünthal heute Abend ein Interview führen. Richard David Precht wird von Neid, Haare auch im Gesicht bekommen. Habe ich das Gefühl. Ja. Herbert Feuerstein, William Kohn, das Publikum. Bis nachher. Hashtag der Woche Helmut Kohl, Rheinland-Pfalz. RLP, großes R, kleines L, großes P. Tschüss, bis nachher.